Herzlich willkommen bei TV Mürz. Ich bin heute hier im etwas kühlen Spital am Semmering. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Ich treffe mich hier mit Philipp Aschenbrenner, der vielen bekannt ist, vielleicht als Redakteur bei der Obersteirischen Rundschau. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, grüß dich. Hi. Ja, du bist scheinbar diese Temperaturen hier gewohnt. Du hast nicht einmal eine Jacke mit und mir ist ziemlich kalt. Nein, das sind wir gewohnt hier im Spital, die Temperaturen. Ja. Das ist ein Wintersportort. Ja, das ist richtig. Aber vom Wintersportort blicken wir noch vor unserem Gespräch zurück nach Hönigsberg. Denn dort war Kollege Manuel Windholz und Horst Berger unterwegs. Sie haben eine Aktion begleitet, Gemeinsam sind wir stark. Ja, schauen wir, was da los war. Sinkende Passagierzahlen, steigende Kosten. Eine Rechnung, die sich für die österreichischen Bundesbahnen so nicht ausgeht. Daher soll die Bahnhaltestelle in Hönigsberg mit Ende des Jahres Geschichte sein. Doch nicht alle können diese wohl eher wirtschaftliche Sicht der Dinge nachvollziehen. Daher riefen die Hönigsberger Gemeinderäte zu einer Protestfahrt nach Mürzzuschlag auf. Diese soll aufzeigen, wie wichtig die Haltestelle für die Mobilität der Menschen in der Region ist. Ja, vor allem brauchen das nicht mobile Hönigsberger, Kinder, die in die Schulen müssen, nach Kriegloch, nach Kindberg, Kapfenberg. Studenten, die pendeln nach Graz, die brauchen die unbedingt. Ja, wir, die gesamten Hönigsberger Gemeinderäte, werden sich auch weiterhin zu 100% für den Erhalt dieser Bahnhaltestelle in Hönigsberg einsetzen, egal welche Parteifarbe und über die Parteigrenzen hinweg. Es werden auch weitere Aktionen folgen. Ja, ich unterstütze die Initiative des gesamten Gemeinderates. Wir haben in der letzten Sitzung eine Resolution beschlossen, einstimmig. Alle sind wir der Meinung, dass es einfach so nicht sein soll oder nicht geht, dass man einfach lapidar mitteilt, die Haltestelle gibt es nicht mehr und das war es jetzt. Also damit sind wir nicht einverstanden und wollen heute ein Zeichen setzen, dass Frequenz möglich ist. Heute ist die entsprechende Frequenz, das ist immer die Diskussion. Und man kann auch Maßnahmen setzen, um es zu attraktivieren, um die Fahrpläne abzustimmen und dann ist eben genug Auslastung gegeben und ich glaube, in Zeiten wie diesen, wo man über Nachhaltigkeit und öffentlichen Nahverkehr spricht, ist es wirklich das falsche Signal zu sagen, wir schließen. Wir sitzen hier im Protestzug von Hönigsberg nach Mürzzuschlag und wir haben die Reisenden gefragt, warum sie die Haltestelle in Hönigsberg brauchen. Weil ich nächstes Jahr in Kapfenberg fliege und den Zug brauche, um nach Kapfenberg zu kommen. Ja, das ist ganz schlimm eigentlich für den Ort, wenn man schaut, wir haben Kinder und die nutzen den Zug sehr viel und das ist wichtig, dass sie in die Schule kommen, zum Studium kommen und so. Und deswegen findet man das schon Frechheit, dass der Bahnhof einfach zugemacht wird. Ich finde, dass das ein großes Hemmnis ist für die Zukunftsentwicklung von dem ganzen Ortsteil. Für uns machen wir es eh nicht mehr, aber für unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkel, ne? Weil die müssen in die Schule fahren. Weil die Haltestelle in Hönigsberg für Jung und Alt essentiell ist, dass Leute einfach nur Besorgungen machen können in die Schule und auch in die Arbeit kommen können und weiterführend einfach nur für die gesamte Infrastruktur und für die gesamte Gemeinde mit Zuschlag einfach ein wichtiger Punkt ist. Zu guter Letzt bleibt also nur eines zu sagen, die Menschen in Hönigsberg lassen sich so einfach nicht unterkriegen. Schon gar nicht von einem großen Wirtschaftsbetrieb. Dafür stehen die Hönigsberger Gemeinderäte. Und wer weiß, vielleicht stimmt es ja doch einmal das Motto, gemeinsam sind wir immer stärker. Ja, von Hönigsberg wieder zurück nach Spital am Semmering zu Philipp Aschenbrenner. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist Redakteur bei der Obersteirischen Rundschau. Hast aber, glaube ich, schon sehr früh gewusst, dass du ein bisschen, oder zumindest, du wolltest immer schon in diese Medienbranche. Das hat schon die Wahl deiner Schule gezeigt, oder? Ja, also die Medien haben mich immer schon fasziniert. Und aus diesem Grund bin ich auch bereits mit 14 Jahren nach Leoben in die Schule gewechselt, in die HLW Leoben für Kommunikations- und Mediendesign. Dort habe ich auch meine Matura gemacht. Ja, Matura, Stichwort, da hast ein ganz spezielles Matura-Projekt eigentlich schon gestartet, oder? Ja, da habe ich schon mal quasi mein eigenes Medium gestartet, nämlich den Spital am Semmering-Blog, kurz Spaßblog. Das natürlich nicht für den Spaß, für den Humor steht, sondern eine Abkürzung für Spital am Semmering geworden ist. Das war mein Matura-Projekt. Ja, heute ist der Spaßblock 5 Jahre alt. Was hat sich da getan in der Zwischenzeit? Oder was war der Grundgedanke eigentlich von dem Blog? Ja, der Grundgedanke war eigentlich, wir wollen über unseren schönen Ort, Spital am Semmering, berichten und einfach den Leuten zeigen, dass es hier mehr gibt.
Weil wir sind anfangs kritisiert worden und hat es geheißen, naja, der Satz ist eh gleich fertig. Wir haben jetzt in diesen 5 Jahren oder etwas mehr wie 5 Jahren über 320 Beiträge gestaltet. Wo man sagen muss, im letzten Jahr waren nicht so viele Beiträge dabei. Corona-bedingt, weil sich einfach nicht so viele Veranstaltungen auftun. Und wir dienen hier einfach auch als Unterstützung der Gemeinde bei der Öffentlichkeitsarbeit. Also eine grandiose Idee, dass sich, du bist ja zusammen mit dem Marcel Skerget gestartet, dass sich junge Leute so für die Region einsetzen. Schaut's her, was ist bei uns Tolles, was gibt es da alles? Warum ist dir das so ein Anliegen? Ja, ich bin einfach ein heimatverbundener Mensch und ich denke mal, ich bin gern da und ich möchte es auch anderen zeigen, wie schön es bei uns im Ort ist. Es gibt Vereine, es gibt einen Zusammenhalt, es gibt ein gesellschaftliches Leben und das soll man auch herzeigen und das lässt sich auch herzeigen. Und ihr zeigt es jetzt nicht nur her, sondern man kann ja irgendwie sagen, ihr bietet es an, weil das ist jetzt nicht nur so, dass ihr das journalistisch begleitet oder aufbaut, sondern ihr bietet ja auch Vereinen, glaube ich, eine Plattform, um sich dort zu präsentieren, oder wie funktioniert das? Genau so ist es. Prinzipiell haben wir es als Medium aufgebaut, als Plattform. Aber wir wollen, dass die Vereine mitarbeiten, beziehungsweise jeder Einzelne kann mitarbeiten. Das muss kein Spitaler sein, im Normalfall wird es ein Spitaler sein oder ein Steinhauser, der mitarbeiten kann. Jeder kann Beiträge schreiben, jeder Verein kann seine Veranstaltungen publizieren und somit auch seine Öffentlichkeitsarbeit über unser Medium kundtun. Also ganz gute Idee und eine super Plattform. Zurück zu deinem Brotberuf, Redakteur bei der Obersteirischen Rundschau. Wie schaut der Alltag eines Redakteurs jetzt nicht in Corona-Zeiten, weil da sitzen ja die meisten Redakteure zu Hause im Homeoffice, aber wie schaut der Alltag aus? Wie kann man sich die Arbeit eines Redakteurs bei einer Zeitung vorstellen? Ja, ich sage, für mich persönlich ist es wahrscheinlich der spannendste Beruf, was ich mir vorstellen kann. Ich sitze natürlich auch im Büro, schreibe dort meine Artikel bzw. bearbeite meine Fotos. Aber vorher muss ich natürlich zu diesen Artikeln kommen. Das heißt, ich bin viel unterwegs in der Region, in der gesamten östlichen Obersteiermark, treffe mich dort mit Leuten, besuche Pressekonferenzen und berichte dann in meinem Medium, der Obersteirischen Rundschau, die Leute in der Region über das aktuelle Geschehen. Du bist ein sehr kommunikativer Mensch, bist sehr gern unter Leuten, berichtest über aktuelle Geschehen, aber gibt es trotzdem etwas, was so dein Steckenpferd ist? Ja, was mich persönlich aber fasziniert, weil ich ein sehr sportlicher Mensch selber bin, ist nicht der Sport. Bei der Berichterstattung, damals ein kleines Team sein, ist natürlich alles dabei. Also wirklich das komplette Spektrum decken wir hier oder müssen wir hier abdecken natürlich. Aber der Sport ist einfach eine Faszination, die was mich persönlich einfach interessiert. Und nicht nur beim Ausüben, sondern halt einfach auch bei der Berichterstattung. Welchen Sport übst du aktiv aus? Also ich bin einerseits beim Fußball sehr aktiv. Eine meiner großen Sportarten ist der Tennissport. Aber auch zur Vorbereitung auf diese beiden Sportarten bin ich auch sehr gern am Laufen und bin sehr aktiv derzeit. Du hast ja eine oder zusammen mit anderen Obmännern von Tennisvereinen in der Obersteiermark ja eine ein Turnier oder wie immer das man jetzt nennen will, ins Leben gerufen. Wie schaut das aus? Ja, ich habe voriges Jahr die Idee geboren, selber erstmalig ein Turnier durchzuführen als Turnierleiter. Im Corona-Jahr etwas Neues, sich was drüber wagen. Das war sicher nicht leicht und damit ist voriges Jahr dann die Idee entstanden, dass man sich mit anderen Vereinen im Mürztal zusammenschließen kann. Und damit ist die Mürztal Series entstanden. Das sind 4 Turniere, wo ich persönlich als Turnierleiter mit Zuschlag auftreten werde und dieses Turnier durchführen werde. Dann gibt es in Langenwang beim TV Schwöbing ein Turnier, sowie in St. Lorenzen und in Kapfenberg ein Turnier. Ja, das habe ich mitinitiiert und das werden wir heuer probieren durchzuführen. Sowohl es, so sehr es Corona will. Also sehr, sehr umtriebig. Und dann gibt es ja noch etwas, du kombinierst deine beiden Lieblingssportarten, Fußball und Tennis. Wie geht das? Ja, da gibt es die Sportart Fußball, Tennis, da gibt es sogar Weltmeisterschaften und so weiter. So professionell sind wir nicht unterwegs, aber da habe ich heuer das dritte Mal das Fußball-Tennis-Turnier im Zuschlag. Das wird Anfang August stattfinden, wo alle Fußballer, jeder Hobbysportler eingeladen ist. Da wird quasi Fußball auf dem Tennisplatz gespielt. Also unglaublich. Und ich glaube, Fahrt wird dir nie, oder? Fahrt wird mir nie, nein. Ich bin ein heimatverbundener Mensch, bin gerne im Spital am Semmering, aber wirklich viel zu Hause bin ich nicht. Okay. Du bist sehr jung. Wohin soll dein Weg dich noch führen? Gehen wir jetzt mal von beruflichen aus. Ich bin beruflich derzeit mit meinem Beruf vollkommen glücklich. Wohin mich mein Weg noch führt, das wird sich weisen. Ich schaue da eigentlich eher von Tag zu Tag, von Woche zu Woche.
ich bin in meinem Beruf bis jetzt eigentlich überall da reingerutscht und hat sich so ergeben und genauso werde ich es auch weiterleben. Wenn sich was ergibt, was mir taugt, wo man denkt, das ist jetzt der richtige Weg, dann werde ich den bestreiten und so mache ich jetzt weiter, wie es mir derzeit gefällt. Und derzeit bin ich glücklich damit. Ich bin glücklich, das ist eine wunderbare Aussage, denn jeder Mensch wünscht sich, glücklich zu sein. Was ich so heraushöre, wohin dein Weg dich auch noch führen mag, Spital am Semmering ist deine Heimat und da wirst du auch immer so verbunden bleiben, oder? Ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich sage, ich gehe mal weg. Aber ich glaube, Spital am Semmering ist für mich meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen, seit ich ein kleines Kind bin. Und ich weiß nicht, ich bin einfach da zu Hause und man kennt die Leute. Mir taugt das gesellschaftliche Leben hier. Ich bin bei den Vereinen aktiv, man kennt sich. Und wenn man Hilfe braucht, wird dann auch geholfen, weil man sich einfach kennt. Und das ist, glaube ich, sehr schön. Ja, Philipp, dann wünsche ich dir auf deinem Weg, wohin immer der dich auch führen mag, alles Gute. Sag danke fürs Gespräch und ich glaube, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen jungen Menschen, der sich aktiv in der Region stark macht und auch wirklich hier wohlfühlt. Ja, danke, dass du uns diese Seite präsentiert hast und ich hoffe, Sie haben das auch gesehen. Junge Menschen, die hier glücklich sind, die sich hier engagieren und die einfach gerne hier zu Hause sind. So soll es sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.